Hallo und herzlich willkommen zu Castle of Illusion. Ich erzähle erstmal nichts. Es kommt jetzt ein Intro. Wenn man ein bisschen wartet. Weil, ja, ich habe schon angefangen und ich nehme es jetzt einfach auf. Zum dritten Mal oder so. Intro will nicht kommen. Beim letzten Mal ist es mir... Once upon a time, two devoted sweethearts set out on a summer afternoon to enjoy the sunshine, the warm breeze, and the pleasure of each other's company. Mickey and Minnie were so happy that they were certain everyone must feel the same. But alas, joy is not found in all hearts. Where there should be love and kindness, there is jealousy and anger. The witch, Miserabelle, had such a heart. One filled with darkness and envy. Oh, dear! Aw, it's okay, Minnie. I bet the sun'll be back in a jiffy. Mickey's wish was not to be. The day turned to night, and the skies thundered with ill will and fury. Yikes! In the brief moment that Mickey closed his eyes against the bright flash of lightning, his happiness was shattered. The evil witch Miserabelle had kidnapped Minnie. The old crone had always been jealous of the mouse's beauty. Now she would rob her of it. Poor Mickey, you never appreciate what you have until it's gone. Isn't that right? No, no, and give her back! As Miserabelle took to the skies with his beloved Minnie, Mickey knew he had to act fast. Oh, Mickey, save me! Running with all his might, he chased the witch through the forest. Mickey scampered and scurried all the way to... the Castle of Illusion. Ja, das Schloss der Illusionen. Was jetzt folgt, ist noch ein kleineres Intro, was uns ein bisschen in diese Welt einführt. Ich habe es, wie gesagt, schon mal gespielt, zur Hälfte, ein Drittel. Und da ist was bei der Aufnahme schiefgegangen, deswegen nehme ich es diesmal richtig auf. Ja, das ist erhältlich für knapp 10 Euro, ein bisschen mehr auf Steam, PSN und Xbox Live. Ich spiele es auf dem PC. Mit einem Controller, aber nicht dem Xbox Controller. Der ist unbrauchbar für 2D Jump'n'Runs. Also meiner Meinung nach unspielbar mit dem Controller. Ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Intro ab, würde ich mal sagen. Ominous and terrifying, the castle stood out against the skyline like a shadow from a horrible nightmare. Lost and alone, what was Mickey to do? Luckily, fate intervened in the guise of a mysterious old mouse. Caution, lad, for Miserabelle's plans are truly wicked. Using a magic spell, she intends to steal Minnie's youth and beauty. Your sweetheart will be left as hideous as the witch is now, and her heart will contain only hatred and anger. Oh no! How can I save her? What do I do? You must find the 7 rainbow gems that will create the fabled Rainbow Bridge. It will take you to where Minnie is being held. But beware the gem keepers. They are Miserabelle's prime ministers of misery and won't give up their treasures easily. Gems? Gem keepers. Got it. Wait, where do I find them? Within Miserabelle's Castle of Illusion. But beware, young mouse. The witch has created strange worlds and bizarre creatures to prevent you from reaching her. Each gem is guarded by one of Miserabelle's masters of illusion. Defeat them to claim your prize.
And remember, use great caution. Mickey did not take the old mouse's words lightly. He thanked him and rushed to the castle gates. Jo, Schloss der Illusion. Es ist noch nicht das Level 1. The Castle of Illusion was Miserabel's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was as it seemed. Also, das hier gehört zu den zwei Spielen, die in letzter Zeit remastered wurden. DuckTales und halt dieses Castle of Illusion. DuckTales ist aber ein 2D-Remake geblieben. Grafisch ist es nur aufpoliert worden. Das hier ist eigentlich schon ein komplett neues Spiel. Nur halt von der Story gleich. Hier sind halt so 3D-Elemente, wie ihr seht. Ich kann hier in den Bildschirm hineinrennen. Nicht nur seitlich. Into the castle entryway strode the mouse with the heart of a great lion. Though his knees felt more like those of a frightened kitten. So, dieses Castle of Illusion, dieses Schloss, dient als Hub World, als Verbindungsstück zwischen den Welten. Hier sind halt diese Tore. Die ähneln halt wie dem Mario 64. Dortigen Schloss. Nur dort springt man in diese Porträts rein und hier hat man ganz normal Tore. Das ist dann auch hier die erste Welt mit 3 Leveln. Das ist dieses der Wald. Man fängt meistens in einem Wald an. In den meisten Spielen so und ja, gehen wir einfach mal direkt ins erste Level. Der verzauberte Wald. Act 1. Mickey crossed the threshold and emerged once again into the forest. But it was changed somehow. This wasn't the pastoral wood he remembered. Oh. Ah! Da habe ich auch schon das erste Leben. Das erste Herzchen verloren. Hier hat man kein Herzchen, sondern oben links seht ihr 4 Anzeigen. Erstmal diese 3 von 5 Sternen, das sind meine Herzen. Wie viel ich halt vertragen kann. Darunter die 4. Das goldene Mickey-Köpfchen, das ist... Habt ihr den Baum da gesehen, der im Hintergrund weggerollt ist? Den seht ihr gleich noch später. Also, die 4 mit dem goldenen Dings, das sind die Continues. Darunter sind die Äpfel. Äpfel sind die Wurfgeschosse hier in diesem Spiel. So aufgebaut wie Disneys Aladdin auf dem Super Nintendo. Du hast ein Steuerkreuz, du hast einen Sprung und... Ah, da hätte ich weiter springen sollen. Und du hast dein Wurfgeschoss. Das hat man bei Aladdin auch. Auch Äpfel. So, am Ende erwartet uns hier so eine Truhe. Die kann man auch öffnen mit einem Apfel. Nicht wie bei DuckTales mit dem Poco-Stick. Wenn ich mich richtig informiert habe. Aber ich bin schon gespannt auf DuckTales. Das Spiel ist ja verhältnismäßig kurz. Deswegen, ja. Also hier ist eine Weggabelung. The signpost was created by Miserabel, so of course it had a mischievous streak. Man muss jede Seite einmal durchlaufen haben, dann öffnet sich hier das Tor. Suddenly, Mickey was in another part of the wood. Were these gigantic trees, or had Mickey been shrunk? Das Leveldesign ist echt super. So.
So, diese weißen Juwelen, die dienen dazu, die Türchen zu öffnen im Castle of Illusion. Also man braucht eine bestimmte Anzahl, genauso wie die Sterne in Mario 64 nur. Es ist ein bisschen leichter, die hier zusammen zu bekommen. Schlussendlich ist das ja auch noch ein Kinderspiel. Relativ. An manchen Stellen ist der Schwierigkeitsgrad schon im mittleren Bereich, aber hey. Die Bosskämpfe sind manchmal schon knifflig. Also, es dauert schon ein bisschen. Ansonsten könnte es auch daran liegen, dass ich mich blöd anstelle. Durchaus möglich, wenn man mich kennt. Mickey found himself back in the clearing and back to his original size. Also hier links wird es weitergehen. Also das Gebiet muss man nicht mal schaffen. Aber ich möchte es schon bis zum Ende schaffen. Hier kann man einfach runterfallen. So. Bisschen beschleunigen. Am Ende kriegen wir nämlich noch was. Das möchte ich eben noch haben. Beziehungsweise euch dieses ganze Level zeigen. Das ist blöd. Dann dauert es doch länger. Bei meinen anderen Anläufen ging das deutlich schneller. Müsst ihr mir nicht glauben, aber ist so. Ach, da kann man nicht runterspringen, okay. Ja, ich bin zu ungeduldig. Jo, dann machen wir jetzt mal einfach ernst. Zack. Das war schon knapp, aber jetzt hab jetzt ein bisschen geduldiger. Dann klappt das schon. Diese Blätter fallen ab, die grünen. Die braunen, die schweben einfach nur von oben runter. So. Ah, das ist schon ein bisschen schwieriger. Das war, glaube ich, auch der schwierigste Teil des Levels hier. Das war's schon. So. Jetzt gibt's da unten ein Herzchen. Muss ich nur noch. So. Da. Ich habe eine magische Spielkarte eingesammelt. Mickey reappeared in the clearing with the playing card. And much to his relief, he was back to his own size too. Ja, die Spielkarten haben jetzt keinen direkten Sinn, um hier weiterzukommen. Die sind einfach nur, um Kostüme freizuschalten. Ja, Kostüme. Man kann sich so ein Entdecker, so ein Indiana Jones, so ein Entdecker-Ding Kostüm freischalten. Dann gibt es noch einen Ritter. Wenn man es einmal durch hat, kriegt man ein Ritterkostüm. So, jetzt kommen wir zu den eines der Eigenheiten. Ich weiß nicht, ob das im anderen auch schon dabei war, aber hier. Also da müssen wir vor diesem Apfel rennen. Ist ganz geil gemacht. Dafür, dass es nur ein 2D-Jump'n'Run ist, hat es hier so 3D-Elemente. Und wir werden zerquetscht. Dafür habe ich dann die Chance, den einen... den einen Stein mit einer Juwel dann noch einzusammeln.
Oder auch nicht. Ab und zu kann man also mal was verpassen. Hinfallen. So. Also noch seitlich. Und das ist der Exit. Das war's dann auch mit dem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So wird es auch weitergehen mit vielleicht weniger Problemen. Wir kehren einfach erstmal zurück zum Schloss. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder mit dem Akt 2. Der Akt 3 ist immer... Also das Spiel ist immer so aufgebaut. Akt 1, Akt 2, dann Akt 3 ist der Bosskampf. Und wir sehen uns im nächsten Part hier wieder.